Hallo Leute, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joes Webzone. Heute geht's bei mir um den Wendiweb Maze. Der Wendiweb Maze ist ein RDA, so wie er heißt, weil er heißt ja BF-RDA mit einem Fertigcoil. Er hat die sogenannten Maze Coils drinnen. Die Coils, die waren auch schon im Aspire Revo drinnen. Ja, das sind diese flach gedrückten Coils. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wo ich auch gesagt habe, das schaut, der Coil schaut aus, wie wenn man einen Notch Coil nimmt und zusammenklatscht. Komplett flach. Beim Revo hat es ziemliche Probleme gegeben oder ziemliche Streitigkeiten gegeben oder Auseinanderdriftungen gegeben, was den Geschmack betrifft. Viele haben gesagt, Geschmack sehr schlecht, erst ab 120, 130 Watt. Ich war der Meinung, er ist ein bisschen mehr schlecht gemacht worden, als er wirklich ist. Ich habe ihn geschmacklich jetzt für einen Fertigcoiler nicht so sehr schlecht gefunden, aber der Maze hat die gleichen Coils drinnen. Ich finde ihn geschmacklich etwas besser. Ja? Er ist jetzt kein Top-Geschmacksverdampfer wie andere RDAs. Viele werden auch sagen, es ist ja gar kein RDA. Meiner Meinung nach ist es ist so eine Mischung zwischen RTA und RDA mit Fertigcoil. Ja? Aber RDA heißt ja wieder Tripping Atomizer. Trippen kann man da nicht. Aber gut. Schaut man sich in der Detailansicht an, ich zeige euch das kurz. Ich bin auch der Meinung, er ist nur für einen Squonker geeignet. Als normaler Verdampfer, also normaler Tankverdampfer, Superverdampfer, was auf keinen Squonker betrieben wird, ist er meiner Meinung nach nicht geeignet. Warum, sage ich euch in der Detailansicht. Und danach sehen wir sich dann noch einmal, dann dampft man noch einmal und tratscht man noch mal kurz drüber. Gut Leute, also bis gleich in der Detailansicht. Tschüss, Baba. So, hallo Leute, grüß euch, willkommen in der Detailansicht. So kommt da unser Wendiweb Maze Sub-Ohm BF-RDA. Ja, in dieser blauen Wendiweb-Verpackung. Schauen wir uns jetzt kurz an, da haben wir unseren Scratchcode drauf. Hinten haben wir drauf stehen, was drinnen ist, aber das zeige ich euch natürlich dann eh noch. Ja, und da haben wir noch ein paar Bezeichnungen, nichts Wichtiges. Gut, machen wir auf. Da ist er drin. So, holen wir mal raus ganz kurz. So, den schauen wir sich gleich an, schauen wir sich kurz an, was dabei ist. Es ist ein, so ein Coil dabei, so ein flach gedrückter Coil. So, machen wir auf, was da noch drinnen ist. Also ein Maze Coil, besser zu sagen, so wird er genannt. Da haben wir unseren 15er Trip-Tip Adapter dabei, wir haben noch ein paar Dichtungen dabei. Da haben wir unseren Pin dabei und dass die, das, den Nachfüllstutzen für, wenn wir es eben nicht als Squonker bin, also nicht als Squonker betreiben, sondern auf einem normalen Tank betreiben, sage ich euch gleich was dazu. Dann haben wir da noch einen Imbus dabei, eben um den Squonker zum Wechseln, den Squonker Pin rauszunehmen oder reinzugeben. Dann haben wir da noch eine Beschreibung dabei und so ein Wendiweb Qualified Zertifikat. Gut, das war's auch schon. So, schauen wir sich nur ganz kurz einmal an, ich drehe euch mal kurz im Kreis. Da haben wir Maze draufstehen, so dass ihr das seht. So, seht ihr das? Mein Licht blendet ein bisschen. Machen wir es so. Ich glaube, so ist besser. Genau, so ist besser. So, da haben wir Maze draufstehen. Dann drehen wir im Kreis. Also das ist ganz schön silber. Wir haben 5x9 Airflow-Löcher. Ganz ein schönes Strip-Tip dabei. Da ist nur eines einmal, wenn die webmäßig, sonst sind da meistens 2 bis 3 dabei. Dann haben wir unten draufstehen, unten haben wir Maze draufstehen, Sub-Ohm, BFADE, so wie er heißt. Dann haben wir da die Typenbezeichnung, also Herstellernummer oder Artikelnummer. Da haben wir das CE-Zeichen, da haben wir unseren durchgestrichenen Mistkübel und Designed and Manufactured by Wendiweb. Gut, nehmen wir mal das Strip-Tip runter. So können wir das Strip-Tip runternehmen. Das ist innen drin mit einem, mit einer Dichtung und nicht auf dem Strip-Tip drauf. Also die Dichtung ist auf der Base drauf. Hier können wir dann die Löcher verstellen, die Airflow, also wir können immer jeweils 3 zumachen. Dann können wir das herunternehmen. So, ich zeige euch das kurz anders. Nehmen wir kurz einmal die Base raus. Wenn ihr schaut, wir haben da so, das ist so abgeschrägt, dass die Luft ganz genau die Coil trifft, geht genau auf die Coil und dann von der Coil zu uns in den Mund hinein. Gell? Dann haben wir da noch so eine Abschrägung drinnen, das sieht man gut, wenn es drinnen ist. So, ich zeige euch das kurz, wenn es drinnen ist. Strip-Tip drauf.
dass die Luft genau so mit so einer leichten Schräge genau zum Drip-Tip hinkommt und genau zu uns den Mund trifft, dass wir sie schön eininhalieren können. Und da drin sehen wir doch die Abschrägung, dass ich es rauskriege, dass die Airflow, dass sie genau den Coil trifft. So, da haben wir die Coil drinnen. Das ist schon ein Benutzer von mir. Wir geben nachher einen neuen rein. Ich habe ihn schon ziemlich oft benutzt. So, wie ihr jetzt seht, so schaut er aus, wenn er für den Squonker-Mode betrieben wird. Ja? Ich zeige euch das nur ganz kurz einmal. Ich baue nur ganz kurz um, dass ihr seht, wenn es nicht auf dem Squonker-Mode ist. Und meiner Meinung nach ist das ein reiner Squonker. Ja? Also für normal zum Betreiben ist er nicht geeignet. Alleine schon vom Auffüllen her geht es richtig doof. Also es geht sehr schwer das Liquid reinzubringen. Es geht dann meistens oben wieder raus. Und das nächste Problem, was dann ist, zeige ich euch jetzt dann gleich. Oder sage ich euch jetzt gleich so, müssen wir es noch runterschrauben so. Dann geht der Plus raus und dann geht der obere Teil heraus. So, und wenn man jetzt nicht auf einem Squonker betreiben, sondern auf einem normalen Mod, dann geht das, kommt das so hinein und dann eben die Schraube hinein. Stella aus, mein Hund schimpft gerade. Füllen wir von hier oben hinein. Das Liquid geht dann auf der Seite raus, aber durch Luft, was dann drinnen ist, kommt es normalerweise also sehr oft wieder oben heraus und wir sehen gar nicht wirklich, wann es voll ist. Und was dann der nächste Nachteil ist, wenn wir zum Beispiel vor seinem, wo die gleichen Coils sind, beim Revo-Tank, ist die Liquid-Nachfüllöffnung, wenn wir Liquid nachfüllen, müssen wir ja runterdrücken, wenn wir auslassen, ist sie geschlossen, es kann kein Liquid mehr nach oben treten. Hier war es bei mir der Fall sehr oft, ich habe Liquid nachgefüllt, habe eben angezogen und mir ist das Liquid hier wieder herausgeschossen, nicht getropft, sondern regelrecht geschossen, in den Mund geschossen. Also es war ein Wahnsinn, wie viel Liquid ich da wieder im Mund gehabt habe. Drum, meine Meinung ist, rein für einen Squonker ist der gut, für andere Sachen leider nicht geeignet. Gut, schrauben wir wieder zusammen. Dann zeige ich euch jetzt das dann gleich, wie das ausschaut. Es heißt, der 2 ml passen rein, er hat 24 mm im Durchmesser und ist 22,5 mm hoch ohne Trip-Tip. So, wenn wir jetzt da drauf drücken, seht ihr ganz gut, wie das Liquid da reinkommt. Hoppa, jetzt geben wir das raus unten. Und so füllen wir das Liquid nach, es ist eh klar, geht ganz schön. Und alles Liquid, was dann drüber steht, zu viel ist, wird dann wieder schön abgesaugt. So, holen wir gleich den neuen Coil heraus. Der wird dann einfach so oben draufgeschraubt und fertig. Und dann ist er oben dicht und dann kann da nichts herausschießen oder herausspritzen, so wie das beim normalen jetzt ist, wenn das Loch oben ist zum Nachfüllen. Da haben sie sich leider nicht viel dabei gedacht. So, ich zeige euch jetzt dann noch was. Jetzt muss ich ihn nur kurz einmal voll squonken. Dann seht ihr, wie das Liquid über den Coil tritt und dann nachher wieder ganz schön zurückgesaugt wird. So, und jetzt seht ihr, das Liquid tritt nach oben. Ja, und wenn wir auslassen, wird es wieder schön zurück hineingesaugt. Und wir brauchen keine Angst haben, dass da zu viel Liquid auf der Coil oben drauf ist. Ich zeige es noch einmal. Das Liquid geht nach oben, lassen wieder aus und ist wieder da schön zurückgesaugt. Gut, schauen wir gleich zusammen, steckt man zusammen und dann sehen wir sich jetzt dann gleich wieder in der großen Ansicht und dann reden wir noch mal kurz drüber. Gell? So, die Coil kann ich euch noch ganz kurz zeigen, ich zeige es euch bei der anderen, weil die ist jetzt schon montiert. Da haben wir eben draufstehen, ich hoffe ihr seht das.
Gut, ich lese es euch vor. Tut mir leid, sieht man es nicht gescheit. Also 0,2 Ohm steht drauf, 50 bis 100 Watt ist der Leistungsbereich, wo man sich bewegen, und das Beste ist 70 bis 80 Watt. Also ganz gleich wie beim Revo. Wir brauchen einfach etwas mehr Leistung, dass wir dann guten Geschmack haben. Und da sind wir dann circa so bei 70 bis 80 Watt, wenn wir sind, haben wir schon eine gute Leistung. Also bei 80 Watt haben wir schon guten Geschmack. Und meiner Meinung nach ist geschmacklich etwas besser als der Revo. Gut Leute, jetzt sehen wir sich dann gleich wieder in der großen Ansicht und dann dampft man unser Mäß und dann reden wir noch mal ganz kurz drüber, gell? Dann bis gleich in der großen Ansicht. Tschüss, Baba. So Leute, hallo, willkommen zurück in der großen Ansicht. Gut, dann dampft man einmal ganz kurz unseren Mäß RDBF RDA oder na Mäß BF RDA, dass ich es richtig sage. So, los geht's. Mir ist der Luftzug fast zu sehr weit offen. Mache ich mir ein bisschen weiter zu. Ja, so ist er besser. Okay. Wie ihr hört, er macht schon ziemliche Geräusche. Überhaupt, wenn ich den Luftzug jetzt ein bisschen zumache, okay, wenn er ganz offen ist, pfeift er. Gut, Geräusche sind einfach da. Er ist jetzt, wie gesagt, geschmacklich kein, weiß ich was für ein guter Verdampfer. Ich habe jetzt leider keinen Squonker da, wo ich die Watt einstellen kann. Ich habe mir ausgerechnet, ich bin jetzt circa zwischen 75 und so um die 75 Watt. Ich kann ihn mir jetzt kurz einmal auf eine normale Box draufschrauben. Das geht mit einem Squonker ja eh auch, ist ja nicht so schlimm. Das ist eh geschützt. Und dann gehen wir da mal kurz mit der Leistung etwas höher rauf. Ich habe jetzt leider keinen Squonker da, wo ich mal was einstellen kann. Aber jetzt sind wir mal einfach mit 90 Watt. Ja, ist er geschmacklich besser. Okay. Muss ich mal von Squonker draufschrauben, der was, wo man die Watt verstellen kann. Weil auf über 80 Watt sollte man schon gehen, dass man einen guten Geschmack hat. Okay, geschmacklich ist auf jeden Fall besser als der Revo. Obwohl ich den Revo auch nicht so schlecht gefunden habe. Ich bin jetzt einfach der Meinung, die Richtung, was wir hier gehen, ist richtig. Sie ist nicht schlecht, aber sie gehört noch ausgereift. Sie gehört noch verbessert und ausgereift. Ich glaube, da kann man noch einiges verbessern und besser machen. Ihm jetzt, wie ihr in der Detailansicht gesehen habt, ein Squonker, super zum Squonken. Ganz einfach, man kann ihm, ich sage das so schön, nicht übersquonken, weil es wird alles immer schön zurückgesaugt, das Liquid, was zu viel ist. Als normaler Reintröpfler oder Auffüller von oben ist einfach ein Blödsinn. Ich sag's euch, ich habe den oft von oben befüllen probiert. Erstens einmal habe ich ihn gar nicht ganz anfüllen können, weil immer wieder Luft dann drinnen war und die hat's mir dann. Dann habe ich einfach das Liquid nicht mehr reinbracht, wie ich wollen habe. Zweitens, ich habe nicht gesehen, wie viel Liquid schon drinnen ist und ich habe es ja dann nicht mehr zurückgesaugt, wenn da zu viel ist, so wie beim Squonker, wo es nach unten hinweggesaugt wird. Und der dritte, der schlimmste Punkt, was für mich ist, ich habe beim Ansaugen einfach so oft das Liquid durch diese Nachfüllöffnung, ist mir herausgespritzt und in den Mund gespritzt. Und es waren jetzt nicht ein paar Tropfen, das war jetzt einmal sogar wirklich so viel, ich bin mit dem Auto gefahren und habe dann stehen bleiben müssen und habe das ausgespuckt, weil es so viel Liquid war. Ich wollte es einfach nicht runterschlucken, wo es nicht giftig ist, das weiß ich, aber es war so viel, ich wollte es einfach ausspucken. Und da, deshalb ist er für mich, jetzt kriegt er von mir jetzt keinen Daumen nach oben, sagen wir einen Daumen auf die Seite, weil der Gedanke dahinter ist sehr gut, geschmacklich ist er nicht schlecht, nachschwippen von oben, das geht natürlich nicht, weil das ganze Liquid geht dann nicht nach unten und das spritzt dann einfach nach oben und in den Mund oder funktioniert einfach nicht. Drum auf einen Squonker, überhaupt wo man die Watt einstellen kann, ist er sehr gut. Auf einen normalen Squonker fehlt ein bisschen der Geschmack, weil er müsste vom Widerstand einfach etwas weiter unten sein, dass wir da auf die Leistung kommen, die wir hier bei den Mäß brauchen. So, ich dampfe ihn jetzt nochmal, ich dampfe ihn jetzt gerade mit 93 Watt. Ja, wir können nämlich, geben jetzt mal auf 90 runter, das brauchen wir eigentlich nicht. Also 90 Watt, hopp, 1, 2, 3, jetzt habe ich ihn gesperrt aus Versehen. 90 Watt, dass ihr das seht. Da haut er schon super raus. Und ich finde geschmacklich echt gut. Also jetzt für einen Fertigkeul-Verdampfer, für einen Fertigkeul-RDA-Verdampfer, ich sage, er ist ein RDA, es steht ja so drauf, RDA. Für einen Fertigkeul-RDA ist er geschmacklich wirklich gut. So, gut. Dann kommen wir zum Ende. So, habe ich euch, die habe ich vergessen, aber die Maße habe ich vorher eh gesagt, 24 mm im Durchmesser, 22,5 mm ist er hoch und ein Gewicht von 90 Gramm hat er. Gut, dann sind wir fertig.
Also Leute, eines will ich euch noch sagen. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, ich habe ein neues Kanallogo und ein Banner und am Schluss, da mag ich den Arnold, der was mir das gemacht hat, vielmals danken. Arnold, du bist echt ein Wahnsinn. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich alleine hätte es nicht zusammengebracht. Du bist echt ein Wahnsinn. Danke nochmal für den tolle Kanallogo, für den Banner und für das Outro. Und Intro macht er mir auch noch, also danke Arnold, was würde ich ohne dich tun? Passt, gut. Also, ich dampfe jetzt noch einmal und dann mach mein Ende. Also Wolken hat er ja. Echt wahnsinnig raus. Gut Leute, jetzt sind wir fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal weiter empfehlt, weil umso mehr Leute zuschauen, umso mehr freut es mich natürlich. Und dann bleibt mir nur wie immer zum Sagen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba, euer Joe. Tschüss, Baba.